Wenn du dich das erste Mal in deinen Account einloggst und als Affiliate dich angemeldet hast, dann siehst du hier noch die Möglichkeit, dir eine Mitgliedschaft auszuwählen. Und das ist ganz einfach. Du kannst ja im Vergütungsplan schauen, was die Mitgliedschaften für dich bringen, und du suchst sie dann deine Mitgliedschaft aus. Empfehlen kann ich dir, also mindestens die Silbermitgliedschaft zu nehmen, weil du dann schon bis in die dritte Ebene hinein provisionsberechtigt bist. Das siehst du hier, und bis zu 500 Pakete gleichzeitig haben kannst. Möchtest du das System für dich selber testen und gar nicht weiter empfehlen, dann bleib doch einfach Affiliate und du kannst das kostenlos testen, das System. Und zwar nicht nur einen Monat, nicht nur 2 Monate, nicht 30 Tage. Nein, du kannst es auf Dauer testen, ja, wenn du ein Dauertester bist. Andere Leute, die damit verdienen wollen, und andere Leute, die begriffen haben, was so ein System leisten kann, die wählen sich hier eine Mitgliedschaft aus. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ist Tatsache für den Start die Silbermitgliedschaft. Aber das bleibt dir überlassen. Geh mal zurück auf den Schreibtisch. Wir können jetzt natürlich sagen, wir haben uns entschieden, eine Partnerschaft ausgewählt. Wir nehmen die Silberpartnerschaft, kann jeder für sich selber entscheiden, und klicken dann auf da drauf. Wählen die nochmal aus. Silberpartnerschaft 99 Euro. Weiter zu Schritt 3. Die Daten ausfüllen. Das ist jetzt hier ein Dummy-Account. Ja, es ist klar. Weiter zu dann zum nächsten Schritt. Dann die AGB mit einem Ja und auch die Widerrufsbelehrung mit einem Ja unterschreiben, sozusagen. Also das bestätigen. Und ich kann nur sagen, liest dir bitte die AGB durch, liest dir die Widerrufsbelehrung durch. Ganz wichtig. Und dann gehst du auf verbindlich anmelden. Du hast folgende Möglichkeiten zu bezahlen. Entweder mit Kreditkarte, Online-Banking, also Sofortüberweisung, oder du überweist per Bank dein Geld. Und wichtig ist, wenn du Banküberweisung nimmst, immer wieder, ich sage es immer wieder, die Referenznummer mit angeben. Da lasse ich das jetzt dabei. Du kannst die Banküberweisung machen, kannst mit Kreditkarte zahlen oder mit Sofortüberweisung Online-Banking. Okay, das ist easy. Besser geht's gar nicht. Es entstehen dir keine weiteren Kosten beim Zahlungsvorgang. Das heißt, hier ist kein exotischer Zahlungsanbieter dabei, sondern läuft alles nach deutschem Recht ab. Du kriegst eine Rechnung darüber, die kannst du dir ausdrucken, hast du dann für das Finanzamt dann eben auch da, dass du da auch was vorlegen kannst. Musst du mit deinem Steuerberater sprechen, keine verbindliche Auskunft, kann also als Werbungskosten geltend gemacht werden. In diesem Sinne, leg los!